Ja, hallihallo, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen hier zu Herr Peter erklärt. Heute erkläre ich euch ein paar weitere Basics des Kapitels Trigonometrie. Wir haben uns ja im ersten Teil schon an der Tafel ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was jetzt überhaupt der Sinus, der Cosinus und der Tangens im rechtwinkligen Dreieck sind. Und wir kennen natürlich auch im rechtwinkligen Dreieck den berühmten Satz des Pythagoras. Ja. Natürlich, wenn man jetzt kein rechtwinkliges Dreieck hat, gibt es natürlich beliebige Dreiecke und es soll schon klar sein, also jedes Viereck, wenn ich da diagonal einzeichne, kann ich in beliebige Dreiecke zerlegen und deswegen ist eigentlich das Dreieck die wichtigste mathematische Figur überhaupt. Wenn man in der Formelsammlung nachschaut, gibt es dann also auch ganz, ganz tolle Sätze und zwar im rechtwinkligen Dreieck, die heißen Sinussatz und Cosinussatz und Dreieck zum Beispiel. Das heißt, wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß, kann ich dann wieder im Register auch nachschlagen der Formelsammlung. Jetzt nehmen wir, da gibt es den Sinussatz und in der Formelsammlung, also im Register, steht dann Sinussatz, Seite 56. Und wenn man da mal nachschaut, also ist das eine ganz, ganz wichtige Seite in der Formelsammlung. Also hier seht ihr als erstes zum Beispiel alle Formeln nochmal fürs rechtwinklige Dreieck schön sauber hingeschrieben. Problem ist natürlich, die gelten natürlich jetzt nur, wenn der rechte Winkel auch wirklich beim Punkt C ist. Also ich würde mich lieber dann auf diese Sachen da oben versteifen, also mit den Bezeichnungen Gegenkathete und Hypotenuse. Und im beliebigen Dreieck gibt es da noch tolle Sätze, nämlich einmal den Sinussatz und daneben noch den Cosinussatz. Schauen wir uns doch mal den Sinussatz an. Was ist denn das? Also wie gilt der? Da steht schon einer da. Also A durch Sinus Alpha ist das gleiche wie B durch Sinus Beta ist C zu Sinus Theta. Das heißt, da geht es also um sogenannte Seiten und gegenüberliegende Winkel. Ja, wann wende ich den jetzt immer an? Also muss man halt schauen. Und wenn ich mir eine Aufgabe anschaue und ich kenne dann folgende Ausgangssituation, dann nimmt man eigentlich immer den Sinussatz. Also der kommt immer dann zum Einsatz, wenn vom Dreieck zwei Seiten bekannt sind, sowie ein Winkel, der einer der beiden Seiten gegenüberliegt. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man es zeichnen soll. Wenn ich natürlich das exakt zeichnen soll, dann muss er immer der größeren Seite gegenüberliegen, weil sonst könnte man es nicht eindeutig zeichnen, das Dreieck. Ein Beispiel. Also nehmen wir an, wir haben ein Dreieck ABC, 8 cm, 5 cm, Gamma ist 105 Grad. Und wenn ich das natürlich jetzt schön sauber zeichnen möchte, kann ich mir das auch schön sauber zeichnen. Das heißt, was mache ich zuerst? Am geschicktesten ist natürlich etwas zu zeichnen, von dem ich zwei Sachen weiß. Das heißt, da wäre es natürlich geschickt, ich fange mit dieser Seite an, die kann man ja irgendwie schräg einzeichnen. Nächster Schritt, ich nehme dementsprechend dann meinen Zirkel, ziehe einen Kreis um den Punkt C mit einem Radius 8 cm und trage mir hier mit meinem Geodreieck einen Winkel von 105 Grad an. Und dann könnte man dieses Dreieck zeichnen. Und jetzt gibt es dann diesen Sinussatz und der sagt mir halt zum Beispiel immer, wenn ich jetzt zum Beispiel den Sinus eines Winkels möchte, dann verhält der sich zur Länge der gegenüberliegenden Seite wie der Sinus von einem anderen Winkel zu der Seite, die dann dem Winkel gegenüberliegt. Und so werde ich den mir auch merken. Also der Sinussatz rechne ich immer vom gesuchten Winkel zur gegenüberliegenden Seite, ist immer das gleiche wie der Sinus eines gegebenen Winkels zur Länge der gegenüberliegenden Seite. Und geschickt ist es natürlich, wenn ihr euch den dann immer so aufstellt, dass das Gesuchte oben links steht. Also es geht auch andersrum natürlich, ihr könnt auch mit der Seite anfangen, dann könnte man halt auch sagen, die Länge der gegenüberliegenden Seite zum Sinus vom Winkel ist die Länge der anderen Seite zum Sinus von dem Winkel, der den gegenüberliegt. Also so geht der immer, der Sinussatz. Also so würde ich mir den auch merken. Das heißt, ich brauche immer entweder den Sinus eines Winkels und die gegenüberliegende Seite und den Sinus und die Seite oder halt genau andersrum. Ja, könnt ihr ja mal Pause machen, dann macht ihr das Übernehmen, zeichnet das Dreieck und dann könnt ihr natürlich dann auch mal dementsprechend jetzt rausfinden, was der Winkel ist. Das heißt, ich setze halt jetzt alles rein, was ich weiß. Jetzt nehmen wir an, ich will jetzt Alpha berechnen, also muss ich sagen, Sinus Alpha zu 5 ist das gleiche wie Sinus 105 Grad zu 8. So, und allgemein könnte ich es natürlich folgendermaßen machen, also ich könnte natürlich auch sagen, Sinus Alpha zu A ist das gleiche wie Sinus Gamma zu C. Was muss ich machen? Ich rechne mal Alpha, damit ist hier der Bruch weg und Sinus Alpha ist dann A mal Sinus Gamma durch C, Zahlen einsetze, dann weiß ich, Sinus Alpha ist 5 mal Sinus 105 durch 8.
Das kann ich mit dem Taschenrechner ohne Probleme ausrechnen und umformen, indem ich dann am Taschenrechner noch drücke Shift, Sinus und das dann eingebe komplett. Und dann weiß ich, der Alpha ist 37,14 Grad. Dann nehme ich mein Geodreieck und könnte es auch in der Zeichnung nachmessen. Oder, da muss man aufpassen, gäbe es immer noch einen zweiten Alpha, könnte auch 142,86 Grad sein. Also sicherheitshalber dem zweiten auch immer hinschreiben beim Sinussatz, weil manchmal, ganz selten, ist es nicht der Winkel dann, der gesucht ist, sondern der. Und da müsst ihr halt nochmal in der Zeichnung dann nachschauen, ist es jetzt wirklich der oder der? Und ich meine, das sieht man ja deutlich, dass der Winkel da jetzt kleiner ist als 90 Grad. Ja, also Taschenrechnerfolge, also so müssen wir es eingeben. Ganz wichtig auch, Klammer da jetzt nicht vergessen beim Eingeben, sonst kommt der Syntax-Error. Ja, das wäre der Sinussatz. Zweite Angabe könnte euch sein, ich kenne zwei Winkel und eine Seite dann. Auch dann, wenn das bekannt ist, dann kann ich den Sinussatz nehmen. So, und natürlich soll klar sein, wenn ich zwei Winkel kenne, kenne ich automatisch immer mit der Winkelsumme den dritten Winkel des Dreiecks. Den könnte man dann ohne Probleme auch ausrechnen. Ja, wenn ich mir das nochmal hinskizziere, kann ich natürlich jetzt ohne Probleme hier auch was ausrechnen. Nehmen wir an, ich habe folgende gegebenen Sachen, also wie der Ausspiel da oben. Also ich kenne jetzt zum Beispiel den Winkel hier, die Seite das, und ich will jetzt zum Beispiel rausfinden, wie lange ist denn jetzt dann die Seite AC. Dann kann ich ansetzen, die Seite AC verhält sich zum Sinus von Beta, wie, jetzt brauche ich halt wieder ein schönes Pärchen, wie die 8 zu den Sinus von 105 Grad. Also muss ich nur mal Sinus 38 Grad rechnen und dann bin ich fertig. Damit wüsste ich, AC ist 5,08 cm und zur Kontrolle könnte man es dann in der Zeichnung einfach nochmal nachmessen. Also ist auch wichtig in der Abschlussprüfung, messt Sachen mal nach. Manchmal natürlich, wenn er dementsprechend das nachmisst und dann stellt er fest, kommt was komplett anderes raus, gell? Dann sieht man, hat man sich vermutlich irgendwo dann auch verzeichnet oder vermessen. Das heißt, wenn x jetzt hier mal nachmessen würde, also wir haben jetzt herausgefunden, AC ist 5,08 cm und ich messe das jetzt hier nach, komme ich auf eine Länge von 5,8 cm. Das heißt, da passt jetzt was nicht. Ja, was passt da jetzt nicht? Ja, mal gucken. Ah ja, ich sehe es. Auf der Schnelle habe ich den Winkel hier falsch gezeichnet. Also dementsprechend, da ist 105 Grad. Aber wenn man genau hinschaut jetzt, ich habe keinen 105 Grad Winkel gezeichnet, sondern meiner war nur 95 Grad. Also ich hätte den nehmen müssen. Also das heißt, typischer Schülerfehler, falsch abgelesen, weil da die 100 ist, hier die 105 genommen. Also insofern passt es jetzt nicht mit der Zeichnung, weil ein Fehler in der Zeichnung ist. Und da hätten wir halt auch immer eine Kontrollmöglichkeit, wenn da keine Ergebnisse mehr dastehen sollten. Zum Beispiel messt nach, guckt da mal und schaut, ist das, was ihr da gemessen habt, auch das, was rauskommt. Ja, und so geht es eigentlich immer mit dem Sinussatz. Also die Ausgangssituationen kennt ihr dementsprechend. Das heißt, was ihr jetzt machen dürft, ist, dementsprechend schaut euch das jetzt einfach nochmal an und übernehmt dann auch die Hefteinträge, natürlich mit dem richtigen Dreieck. Das heißt, das wäre der erste Teil unseres Hefteintrags. Macht eine Pause, schreibt's ab. Dann könnt ihr die Aufgabe abschreiben mit dem richtigen Dreieck. Pause machen, schön abschreiben. Und dann auch von den Rechnungen her. Und natürlich auch den Schluss. Also die zweite Voraussetzung. Klar, wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich auch jetzt einen Screenshot machen auf dem Video, kopiert es euch geschickt, tut es in ein Word-Dokument, fügt es ein, druckt es aus, schreibt es von dem ab. Also das sind natürlich eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und letztendlich, wenn ihr dann mal Aufgaben lest und da geht es um beliebige Dreiecke und ihr wisst, entweder zwei Seiten oder eine Winkel, der einer der Seiten gegenüber liegt, oder ihr kennt zwei Winkel und eine Seite, dann braucht ihr immer den Sinussatz.